So, ich komme gerade von einem Geschäftstermin mit einem neuen Geschäftspartner. Und was war das Erste, was wir gemacht haben nach der Begrüßung? Ja, ganz klassisch haben wir natürlich die Visitenkarten ausgetauscht. In dem Fall hier papierhafte Visitenkarten. Und ja, es gibt aber mit den Visitenkarten ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Denn zu dem Zeitpunkt, wenn du dem anderen deine Visitenkarte gibst, schaut er drauf, sagt, oh ja, hier irgendwie schönes Bild, okay. Aber ansonsten, er braucht die ja nicht wirklich zu dem Zeitpunkt. Du bist ja direkt gegenüber von ihm, er braucht nicht deine Telefonnummer, er braucht nicht deine E-Mail-Adresse. Das braucht er erst Tage später, Wochen später, vielleicht sogar Monate später. Und glaubst du, er findet dann noch deine Kontaktdetails? Na, wahrscheinlich eher nicht. Die Visitenkarte wird in irgendeinem Schuhkarton landen, in irgendeiner Schublade. Wo auch immer die hinkommt, zu dem Zeitpunkt, wo dein Gegenüber sagt, hey, damals habe ich doch mit jemand gesprochen oder ich wollte ihn unbedingt nochmal kontaktieren, wird er die nicht mehr finden. Und die Lösung dafür, die ich dir heute präsentiere, ist das hier. Das ist eine NFC-Visitenkarte. NFC heißt, dein Gegenüber kann die an sein Smartphone halten und kriegt damit direkt deine Kontaktdetails abgespeichert oder kann die auf seinem Handy abspeichern. Er kriegt das Bild dazu, du kannst eine URL auf deine Webseite, den Link drauf ablegen, du kannst eine Beschreibung dazu geben, also das ist eine richtig coole Sache. Wenn es mit NFC bei dem anderen Person nicht klappen sollte, haben die in der Regel auch noch so einen QR-Code hinten dran, den kann er auch sonst per Kamera einfach abscannen und hat dann all deine Details. Und das Ganze, wie in dem Beispiel, ist auch noch sehr hochwertig ausgeführt. Das ist jetzt hier ein Aluminium in Goldfarbe, gibt es aber auch in Schwarz. Und das macht halt auch gleich als Erstkontakt einen richtig guten professionellen Eindruck. Deswegen meine Empfehlung, besorgt dir neben Papier-Visitenkarten immer auch nochmal so eine NFC-Visitenkarte. Für das Modell, was ich jetzt hier zeige, schicke ich gerne den Link in die Beschreibung. Ich habe als Bonus auch noch einen Discount-Code dafür. Und ja, happy connecting, happy networking. Dein Heiko, ciao.